Ein herzliches Grüß Gott! Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bereiten wir aus Quarkölteig Ostergebäck zu. Diese Zutaten benötigst du: Gib nun Quark, Öl, Ei, Milch, Zucker, Salz und die abgeriebene Zitronenschale in die Schüssel. Verrühre sie mit dem Schneebesen des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine gut. Tausche nun die Schneebesen gegen die Knethaken aus. Vermische Mehl und Backpulver. Gib diese Mischung nach und nach zu der Quarkmasse und verknete sie gut. Knete den Teig in der Schüssel noch mit der Hand, so lange, bis ein homogener Teig entstanden ist. Forme nun dein Ostergebäck. Ich stelle hier Osterhasen her. Dazu wird der Teig auf der Arbeitsfläche in 6 Teile unterteilt. Nimm ein Teil und rolle es zu einem Wulst aus. Teile mit der Teigkarte ein Stück ab. Rolle das längere Stück zu einem etwa 30 cm langen Wulst aus. Forme daraus den Hasenkörper. Nimm nun das abgeteilte Teigstück her und rolle es zu einer Kugel. Es bildet den Bauch deines Hasens. Mit Mandeln und Rosinen oder Hagelzucker kannst du den Hasen nach deinen Vorstellungen ausgestalten. Dann wird er im Backofen bei etwa 175 bis 180 Grad goldbraun gebacken.